Spätestens seit Schindlers Liste sind Filme über den Holocaust in der breiten Bevölkerung angekommen und werden auch gerne mal als Oscar-Preisträger gehandelt. Momentan läuft ein neuer Film über den Holocaust in den Kinos und er ist für 5 Oscars nominiert. The Zone of Interest. Der Brite Jonathan Glazer hat einen Film geschaffen, der eine deutsche Familie während der NS-Zeit begleitet. Auf den ersten Blick wirken die Hauptfiguren wie eine ganz normale Familie. Mutter, Vater und 5 Kinder. Sie wohnen in einem schönen Haus mit Garten und Pool. Der Unterschied, der Vater ist Rudolf Höss, ein Lagerkommandant der Nazis. Das selbstgeschaffene Paradies der Familie befindet sich direkt vor den Toren von Auschwitz. The Zone of Interest ist ein sehr besonderer Film. Das hat vor allem mit seiner ungewöhnlichen Machart zu tun, denn der Film deutet die Verbrechen der Nazis immer nur an und zeigt sie nicht. Dadurch erzählt er selten schonungslos eine Geschichte über konsequentes Verdrängen und einer Banalität des Bösen. Was das genau alles heißt und wieso er damit vielleicht der wichtigste Film des Jahres ist, das erfahrt ihr hier in einem neuen Special auf Cinema Strikes Back. Seit langem hat mich ein Film nicht mehr so aufgewühlt wie The Zone of Interest. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt ein Video über die A24-Produktion machen will und wenn ja, wie? Wie schafft man es, so ein komplexes und riesiges Thema herunterzubrechen? Ich hatte Angst, dem nicht gerecht zu werden. Kein Wunder, denn nach The Zone of Interest braucht man viel Zeit zum Nachdenken. Ich dachte mir, wir können das ja auch gemeinsam tun. In diesem Video gehe ich also 4 Fragen nach, die vielleicht nicht nur mir nach dem Kinogang im Kopf geblieben sind. Schon in den ersten Augenblicken von The Zone of Interest hinterfragen wir das, was wir sehen. Oder eher das, was wir nicht sehen. Am Anfang ist das Bild schwarz und wir hören nur ein unheilvolles Wummern, was immer lauter wird. Nach einer halben Ewigkeit blicken wir auf fröhliche Szenen von einer Familie mit kleinen Kindern an einem Fluss. Es ist der perfekte Sommertag. Die Kleidung lässt uns auf die 30er, vielleicht 40er Jahre tippen. Wir lernen die Familie Höss und ihren Alltag immer besser kennen. Sie wohnen in einem 2-stöckigen Haus mit einem schönen Garten, inklusive Pool und Gewächshaus. Die Kinder spielen gemeinsam, mal draußen, mal drinnen. Und wenn Besuch kommt, dann tischen die Bediensteten Essen und Getränke auf. Der Vater liest den Töchtern vom Schlafengehen sogar Märchen vor. Es wirkt wie der spießige Alltag einer privilegierten, aber durchschnittlichen Familie zur damaligen Zeit. Wenn man nicht eine Sache ausblenden würde, und zwar, dass der Vater eine Nazi-Uniform trägt und der Garten der Familie direkt an die Außenmauer des KZ Auschwitz grenzt. Das Ehepaar Rudolf und Hedwig Höss gab es wirklich. Rudolf Höss war Nationalsozialist, SS-Obersturmbannführer und unter anderem von 1940 bis November 1943 Kommandant im Konzentrationslager in Auschwitz. Er war ein maßgeblicher Architekt der sogenannten Endlösung der Judenfrage und war somit an der Planung und Organisation der Vergasungen der Lagerinsassen durch das Gift Zyklon B beteiligt. Im KZ Auschwitz und den dazugehörigen Außenlagern starben unter seiner Aufsicht Hunderttausende Menschen und bis einschließlich 1945 mindestens 1,1 Millionen. The Zone of Interest orientiert sich lose an dem gleichnamigen Roman des Briten Martin Amis. Das Buch ist, anders als der Film, in einem satirischen Ton geschrieben. Es basiert zwar auch auf der Familie Höss, gibt dem Paar aber einen anderen Namen und erzählt eher die Geschichte eines Nazi-Offiziers, der sich in die Ehefrau verliebt. Der Regisseur Jonathan Glazer interessierte sich mehr für die historischen Hintergründe des Romans und die Lebensumstände der realen Familie Höss. Er und sein Team arbeiteten 3 Jahre lang mit der Gedenkstätte und dem Museum Auschwitz-Birkenau zusammen, bevor sie überhaupt mit den Dreharbeiten begannen. Sie studierten Bilder und Zeugenaussagen aus erster Hand von Opfern und Überlebenden, um ein möglichst genaues Bild der Familie Höss zu zeichnen. Glazer war wichtig, dass gerade das 2-stöckige Einfamilienhaus vor den Toren von Auschwitz historisch akkurat abgebildet wird. In Interviews sagte er über die Familie: Es wird keine Fantasie inszeniert. Man sieht, wie sie gelebt haben. Natürlich ist es nahezu unmöglich, im Film alles bis ins kleinste Detail historisch akkurat abzubilden. In der Filmwissenschaft sagt man, selbst Dokumentarfilme über historische Ereignisse erschaffen je nach Machart immer ihre eigene Wirklichkeit. Also eine subjektive Realität, in dem zum Beispiel historisches Filmmaterial, sogenanntes Found Footage, auf eine bestimmte Weise zusammengeschnitten wird. Das Leben der Familie Höss historisch genau abzubilden, ist hier auch gar nicht die Intention. Denn The Zone of Interest ist ein fiktionaler Spielfilm. Man merkt schnell, dass Glazer einen sehr künstlerischen Ansatz wählt, um vielleicht etwas ganz anderes zu dokumentieren. Und zwar eine Banalität des Bösen.
Die Banalität des Bösen. Das ist ein Begriff, der mit Abstand am häufigsten im Zusammenhang mit The Zone of Interest genannt wird. Er geht auf die politische Theoretikerin Hannah Arendt zurück. Arendt schrieb als Prozessbeobachterin eine Essayreihe für die Zeitschrift The New Yorker über den in Jerusalem geführten Prozess gegen Adolf Eichmann. Eichmann war ein führender Nazi und wie Rudolf Höss SS-Obersturmbannführer. Er war mitverantwortlich für die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Millionen von Menschen. Der Begriff Banalität des Bösen beschreibt Eichmann selbst. Arendt erklärt in ihren Essays, dass Adolf Eichmann nicht wie von anderen angenommen ein überzeugter Nationalsozialist war, der primär aus Judenhass gehandelt hat. Und stattdessen wirkt er auf sie wie ein eher durchschnittlicher Mensch mit schlichtem Charakter. Seine Motivation war ihrer Meinung nach, die Karriereleiter der NSDAP hochzusteigen und im Sinne der Nazi-Gesetze seine Pflicht zu erfüllen. Dabei kommt kein klischeehaftes, kaltes Monster heraus, sondern ein sogenannter Schreibtischtäter, der aus einem Mangel an Empathie und eigenem kritischen Denken heraus handelt. Das ist das Banale an seiner Bösartigkeit. Ihre Analyse von Eichmanns Charakter und auch ihre Aussagen rund um den Prozess stießen damals auf heftige Kritik, gerade von jüdischer Seite. Für viele wirkt es so, als würde Arendt mit ihren Worten die Verbrechen der NS-Zeit verharmlosen und die Verantwortung von Eichmann relativieren. Auch jetzt sagen noch viele, Eichmann hat diese passive Rolle im Prozess nur vorgetäuscht, um ein geringeres Strafmaß zu bekommen. Andere sagen bis heute, dass man sie missversteht. Nach Arendt macht die Banalität von Eichmann seine Taten nicht weniger schrecklich. Vielmehr zeigt ihre Analyse auf, wie radikal die antisemitische Ideologie in den führenden Köpfen der Nazis war. Einfach weil niemand sich verantwortlich oder wichtig genug fühlte, obwohl es sie ja alle waren. Egal, wie man ihre Gedanken zu dem Thema bewertet, ist die Frage nach dem Wesen der Menschen, die im sogenannten Dritten Reich unvorstellbar schreckliche Dinge getan haben, heute noch aktuell. Genauso beschäftigt uns bis heute die Frage, wie Millionen von Deutschen über die offensichtlichen Grausamkeiten Bescheid wussten und trotzdem schweigen konnten. Und genau diese Fragen stellt sich The Zone of Interest. Jonathan Glazer sagt, er wollte keinen gewöhnlichen Holocaust-Film drehen. Filme wie Schindlers Liste oder Son of Saul zeigen meistens die Perspektive der Opfer oder der TäterInnen. Er will aber die Perspektive der gewöhnlichen Deutschen zur damaligen Zeit einfangen. Im Vorfeld sagte er: Ich erinnere mich, dass ich von den Gesichtern der Umstehenden, der Schaulustigen, der Mitschuldigen sehr angetan war. Ich begann mich zu fragen, wie es möglich ist, dabei zu stehen und zuzusehen. Einige der Gesichter genießen es sogar. Das Spektakel, das es bietet. Den Zirkus, den es bedeutet. So wirkt auch die Familie Höss wie eine gewöhnliche Familie. Das Entscheidende ist, in The Zone of Interest bekommt der friedliche Alltag der Familie Risse. Manchmal ist es der Lippenstift, den Mutter Hedwig im gestohlenen Pelzmantel findet. Manchmal ist es die Kamera, die im Hintergrund den Stacheldraht des Konzentrationslagers einfängt, während die Kinder im Wasser planschen. Oder die Schreie im Hintergrund. Ein anderes Mal das Blut an den Stiefeln von Rudolf Höss, das eine der Bediensteten nach der Arbeit abwäscht. The Zone of Interest zeigt die schreckliche Gleichzeitigkeit eines normalen Familienlebens, während der Vater als Lagerkommandant von Auschwitz sich am organisierten Massenmord beteiligt. Dabei wird schnell klar, dass das Ehepaar Höss die offensichtlichen Grausamkeiten vor ihrer Haustür und damit auch ihre Verantwortung konsequent ausblendet. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen. Das Verhalten von Rudolf und Hedwig Höss ist so miteinander unvereinbar, dass es in vielen Momenten kaum zu ertragen ist. Er redet beiläufig über die effizienteste Variante, wie er Millionen Menschen ermorden kann, und sie macht dabei irgendwie ihr trautes Heim schöner. Seine Frau Hedwig ist meiner Meinung nach die wahre Hauptfigur des Filmes. Die Performance von Sandra Hüller ist so kontrolliert und streng, dass es einem kalt den Rücken herunterläuft. Als Hedwig Besuch von ihrer Mutter bekommt, prahlt sie stolz von dem Eigenheim mit Garten, ihrem Paradies. Hinter der Mauer, da sind die Juden, sagt sie beiläufig, als würde diese Tatsache nur ihre Ruhe stören. Sie habe aber Rebstöcke gepflanzt, damit man die Mauer nicht mehr so gut sieht. Ihr Mann nennt sie sogar die Königin von Auschwitz. Hedwig Höss liebt es in Auschwitz so sehr, dass sie ihren Mann, der nach Oranienburg versetzt wird, bittet, in Auschwitz bleiben zu dürfen. Das ist doch das Zuhause, wovon wir immer geträumt haben, erinnert sie ihn. Gerade ihre Gedankenlosigkeit und die Beamtensprache und das Pflichtbewusstsein ihres Mannes erinnern an die Gedanken von Hannah Arendt über die Banalität des Bösen. Wir blicken in The Zone of Interest also nie über die Mauer auf die andere Seite, sehen also nie die Verhältnisse im Lager. Dort, wo Hunderttausende Menschen, JüdInnen, politische Gefangene und Sinti und Roma ermordet wurden.
Stattdessen verfolgt der Film das Geschehen fast immer aus der Perspektive der Familie Höss. Bei all dem Lob zum Film kann man sich jetzt auch fragen, ob diese Bilder auszulassen nicht auch kritisiert werden kann. Schließt man damit nicht die Perspektive der Opfer aus? Es kann auch sein, dass gerade dieses Auslassen die Botschaft des Films ist. Denn Filme wie The Zone of Interest haben in der Filmgeschichte eine Sonderstellung. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs existieren viele Produktionen, die sich mit dem Nazi-Verbrechen befassen. Solche Filme begleiten meistens die Debatte, was man jetzt aus welcher Perspektive wie zeigen sollte. Obwohl 30 Jahre zwischen beiden Produktionen liegen, ist der Vorwurf ähnlich. Der TV-Serie Holocaust mit Meryl Streep Ende der 70er sagte man nach, sie würde trivialisieren, also den Holocaust zu sehr dramatisieren. Die Serie erzählt die Geschichte einer fiktiven jüdischen Familie in Berlin während des Nationalsozialismus. 30 Jahre später handelt der Junge im gestreiften Pyjama von einer fiktiven Geschichte über Freundschaft aus der Kinderperspektive am Rande von Auschwitz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb damals, dieser Film ist eine Frechheit. Aber sind nicht gerade solche Filme und Serien die Möglichkeit, uns historische Ereignisse näher zu bringen? Ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass ich bei Der Junge im gestreiften Pyjama zum Beispiel mehr gefühlt habe als beim Lernen für meine Geschichtsklausur. Kann das nicht auch etwas Gutes sein? Susanne Siegert setzt sich viel mit dem Thema Holocaust und mediale Gedenkarbeit auseinander. Die Leipzigerin betreibt Aufklärung zum Thema auf TikTok und Instagram. In ihrer Arbeit geht es auch viel darum, solche Themen auch für jüngere Menschen fassbar zu machen. Die Rolle von Filmen bei der Beschäftigung mit dem Holocaust sieht sie zwiegespalten. Ich merke es auch in meinen Nachrichten und Kommentaren, dass viele Menschen nach Schindlers Liste, nach Der Junge im gestreiften Pyjama, nach Deutsches Haus anfangen, mehr erfahren zu wollen, mehr zu recherchieren. Ich habe trotzdem ganz oft auch ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen, bei solchen Filmen und Serien. Weil, und es liegt in der Natur von Filmen und Serien, ich weiß, aber dass Dinge überdramatisiert werden, weggelassen, dazu erfunden. Und das ist auch vollkommen okay im Kontext von Holocaust, manchmal ein bisschen schwierig, finde ich. In der Filmwissenschaft stimmen ihr viele zu. Obwohl man über das Wie und Ob immer wieder streitet, ist man sich bis heute einig, dass etwas Singuläres, Unerträgliches wie der Holocaust nicht genauso verfilmt werden kann wie andere historische Ereignisse. Geschichte im Film abzubilden, ist schon immer anspruchsvoll gewesen. Besonders wenn man im fiktionalen Spielfilm verstärkt Dinge dazuspinnt oder vereinfacht. Aber nicht nur das. Die meisten sagen, für Ereignisse wie den Holocaust gelten nochmal andere Regeln. Manche sprechen sich sogar für ein Bilderverbot aus. Ich wollte auch mit Lukas Kuhlstedt darüber reden. Er ist Filmwissenschaftler, doziert an der Uni Bonn unter anderem zu Themen wie Kriegsfilme und NS-Zeit und bespricht auf seinem YouTube-Kanal die zweite Produktion auch Filme und Filmtheorie. Von ihm wollte ich wissen, was man jetzt dagegen haben kann, sogenannte unerträgliche Bilder wie den Holocaust im Film zu zeigen. Zwar gibt es sehr viele verschiedene Positionen zu dem Thema und die Diskussion ist langanhaltend und langwierig. Wenn man aber versucht, so ein wenig den Diskurs zu überblicken, dann schälen sich immer recht schnell so zwei Lager in der Antwort heraus. Und beide argumentieren gegen die Darstellung unerträglicher Bilder und sprechen sich quasi für ein Bilderverbot aus. Beide aber haben ganz unterschiedliche Herangehensweisen oder Argumentationsmuster. Die eine Perspektive sagt, wir sollten die schrecklichen Ereignisse in Bildern nicht zeigen, weil sie zu unerträglich sind, weil sie zu real sind. Die These hier, Bilder des Grauens fesseln unseren Blick so stark, ziehen uns so stark in den Bann, dass sie es unterbinden, dass wir zu ihnen eine kritische Distanz entwickeln können. Lukas beschreibt ein Phänomen, was jeder von uns kennt. Wir sitzen im Kinosaal, es ist dunkel, die Leinwand flackert auf und das, was im Film geschieht, zieht uns in den Bann. Wir tauchen ein in die Szenen und deswegen zucken wir manchmal zusammen, wenn uns im Horrorfilm ein Jumpscare kalt erwischt. Das, was wir sehen, kommt uns kurz wie die Wirklichkeit vor. Einige Theoretiker sagen also, dass Bilder von schrecklichen Dingen, wie jetzt zum Beispiel Leichen oder Folter, im Film zu grausam und zu real sind, dass sie uns in erster Linie schockieren. Da bleibt auch nicht viel Zeit zum Nachdenken. Deswegen sollte man solche Bilder also nicht zeigen. Die andere Position argumentiert ebenfalls dafür, dass man diese Bilder nicht zeigen sollte, aber nicht, weil sie zu real sind, sondern sie sind unerträglich, weil sie lügen. Sie machen genau das Umgekehrte. Sie halten uns von dem Undarstellbaren ab und zugleich suggerieren sie, dass sie das Undarstellbare darstellen könnten. Was meint man im Gegensatz dazu damit, dass Bilder im Kino lügen? Naja, alles, was wir im Film sehen, egal ob jetzt eine NTV-Doku über Hitler-Deutschland oder ein Film wie Schindlers Liste,
zeigt immer nur einen Teil oder eine bearbeitete Version des ganzen wahren Ereignisses. Wir sind nicht am D-Day in der Normandie dabei gewesen, aber während wir die Anfangssequenz von Soldat James Ryan sehen, fühlen wir uns, als wären wir dabei. Filme führen uns dadurch auf eine falsche Fährte, weil wir danach denken können, ja, so war es wirklich. Am Ende werden die Ereignisse aber immer auf ein schönes Bild auf einer Leinwand reduziert. Denn Schreckliches wird im Film meistens ästhetisiert, weil es den Gesetzen der Filmkomposition gehorchen muss. Man sagt zum Beispiel auch bei Antikriegsfilmen wie Apocalypse Now, egal wie antikriegerisch die Message ist, durch die schönen Bilder wirkt Krieg gleichzeitig faszinierend. Deswegen sagen andere, sollte man Ereignisse wie den Holocaust gar nicht erst in Bildern einfangen. Filmemacher wie Claude Lanzmann wählen daher einen anderen Weg. In seinem 9 Stunden langen Dokumentarfilm Shoah über den Holocaust zeigt er kein einziges Mal einen Leichnam. Stattdessen besteht der Film aus langen Kamerafahrten von ehemaligen Konzentrationslagern und Interviews mit Zeitzeuginnen. So entscheidet sich auch Jonathan Glazer dafür, den Holocaust nicht abzubilden. Man kann kritisieren, dass The Zone of Interest dadurch ein Vorwissen voraussetzt. Zum Beispiel, dass wir als Gesellschaft mittlerweile die schrecklichen Bilder kennen und uns im Geschichtsunterricht vielleicht genug darüber informiert haben. Man kann ja auch dagegenhalten, dass man es den Opfern im Holocaust schuldig ist, solche Bilder zu zeigen, einfach damit man über die Grausamkeiten der Nazis aufklären kann. Eventuell ist aber die Art, wie die Ereignisse in The Zone of Interest angedeutet werden, ein schlauer Weg, uns mit dem Holocaust zu konfrontieren, ohne dass man ihn in Bildern einfängt und dadurch reduziert. Am Ende weiß The Zone of Interest, dass unsere Vorstellungskraft von schrecklichen Dingen schlimmer ist als das, was er uns zeigen könnte. Gleichzeitig heißt, dass wir auf der Seite der Familie Hess bleiben, nicht, dass wir auf ihrer Seite sind. Die Kamera bleibt immer distanziert vom Geschehen. Wir blicken Hedwig oder Rudolf Hess, dem Täter, also nie ins Gesicht. In ein paar Momenten erlaubt der Film sich auch einen wichtigen Perspektivwechsel. Diese Szenen sorgen dafür, dass die andere Seite, also die der JüdInnen, alles andere als stumm bleibt. Wieso rede ich hier überhaupt so lang und breit über The Zone of Interest? Was macht ihn denn jetzt so besonders? Dafür gibt es viele Deutungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit, anders als Filme wie Schindlers Liste, handelt er von einem Spektakel am Grauen, ohne ein Spektakel aus dem Grauen zu machen. Das heißt nicht, dass nicht auch Filme, die den Holocaust abbilden oder je nachdem verkürzen oder dramatisieren, ihre Berechtigung haben. Einfach weil sie meistens ein größeres Publikum erreichen. Manchmal konsumiert man aber fast tagtäglich Bilder von Toten und Kriegen in den Nachrichten, in Filmen und Serien oder im Internet und am Ende des Tages fällt man abgestumpft ins Bett. The Zone of Interest will nicht, dass wir den Film oder den Holocaust konsumieren, sondern uns aktiv mit ihm und unserer Geschichte auseinandersetzen. Lukas Kuhlstedt sieht genau in diesem Punkt das Potenzial von Filmen. Das Kino kann mehr als einfach nur Bilder zur Verfügung stellen, die uns verführen, die uns hinters Licht führen oder die uns eine Wirklichkeit vorgaukeln, die uns dann dazu animieren, uns am Ende irgendwie auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, es war jetzt schon schlimm, diese 2 Stunden, aber jetzt haben wir es geschafft, wir sind geläutert, wir sind bessere Menschen. Das machen Filme auch, sicherlich. Aber ich glaube, dass die große Fähigkeit des Kinos daran liegt, mehr zu sein, auch auf seiner eigenen filmischen Ebene reflektieren zu können, wie man etwas einsetzt, um Öffentlichkeit herzustellen, um Kritik und Diskurs herzustellen. Und zugleich ist auch das Publikum immer weiter als das, was man ihm vielleicht zuschreibt. Okay, also wir sollen kritisch reflektieren und nachdenken, aber worüber jetzt genau? Jonathan Glazer hat selbst gesagt, dass es ihm darum geht, die Perspektive der gewöhnlichen Deutschen von damals einzufangen. Die, die dabei stehen und zusehen. Auf mich wirkt das so, als könnte man das doppeldeutig lesen. Einmal zusehen, so wie Hedwig Höss. Egal wie belastend das ist, wir sollen ihr dabei zusehen, wie sie glücklich ihren Alltag lebt, während nebenan Menschen ermordet werden. Und wie einfach es für sie anscheinend ist, wegzusehen. Damit wir darüber nachdenken können, wie einfach es für uns wäre, wegzusehen. Gleichzeitig aber auch, wie wir im Kino zusehen. Also wie einfach es für uns ist, im Kinosaal oder zu Hause vom Fernseher zu sitzen, sich schreckliche Bilder anzuschauen und dann nach Hause zu gehen und es wieder zu vergessen. Am Ende von The Zone of Interest wird der Blick ins Hier und Jetzt geworfen. Das zeigt auch, wie erschreckend zeitlos er ist. Susanne Siegert fasst ihre Präsenz auf TikTok und Co. dahingehend zusammen. Es ist einfach wichtig, dass man versteht, wie konnte es passieren, ne? Wie kam es zum Holocaust, was ist dem Ganzen vorausgegangen
Und mit welchen Worten haben Nazis über ihre Verbrechen gesprochen? Mit welchen Ideen haben sie auch sonst noch so jongliert? Weil man dann ganz schnell feststellt, dass es immer noch Menschen gibt, die mit denselben Worten und Ideen jonglieren wie die Nazis damals. Und ich glaube, erst dann kann man einschätzen, welche Bedrohung es wirklich gibt von rechts. Und erst dann kann man auch aktiv werden und gegen diese Bedrohung eintreten. Filme wie The Zone of Interest können also nur ein weiterer Weg sein, uns damit auseinanderzusetzen. Die meiste Zeit ist er zwar unangenehm anzuschauen, aber genau das bringt uns dazu, über das, was wir sehen und wie wir es sehen, kritisch nachzudenken. Das ist heute genauso wichtig wie damals. Das ist eines der aufwendigsten Themen, die ich bisher auf dem Kanal besprochen habe. Ich würde gern von euch wissen, wie ihr das Video fandet und was so eure Gedanken zum Thema sind. Bleibt wie immer bitte respektvoll in den Kommis. Wenn euch weitere Themen interessieren, checkt gerne mal das Format Atlas hier auf YouTube aus oder das tolle Special von Alper zu Kinder des Olymp. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back.